Reinhard. Ich denke, das ist ein guter Impuls, der uns hilft, die uns den Fragen auch der Kompetenzen weiter zu nähern. Ich habe mich gefreut, dass Sie langfristiges Denken der Wirtschaft für die Forschung dort einfordern, aus einem Bereich kommen, bei dem man in Generationen Forschungsprojekte bedenkt, weil sie häufig 10, 12, 14 Jahre dauern, kann ich das nur unterstützen. Aber ich fürchte, für die Digitalisierung ist diese Geschwindigkeit nicht notwendigerweise die richtige. Ich würde gerne mit der ersten Frage beginnen und es gibt schon eine ganze Reihe von Fragen, die nicht auf Sie jetzt fokussiert werden, sondern wir im Gespräch gemeinsam erörtern werden. Aber eine Frage an Sie direkt. Sie sprachen, dass Sie ein wertorientiertes Fairnet entwickeln und bei mir kam das Bild dann der aus Fairtrade verkauften T-Shirts, die das Doppelte von dem kosten, was das nicht Fairtrade produzierte T-Shirt kosten, und wenn man das dann beobachtet, dann wird aber im Wesentlichen dann doch das schnellere oder das günstigere T-Shirt genommen. Frage, fürchten Sie nicht, wenn Sie jetzt Steuergelder investieren in wertorientiertes Fairnet, dass das andere, das wahre, das existierende Internet Sie dann nicht ganz schnell überrollt? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, zum einen, es geht ja kaum, dass das uns überrollt. Ich glaube, es geht darum, Alternativen zu bieten für diejenigen, die diese Alternativen eben auch brauchen, die einen anderen Privacy-Schutz haben wollen, die vielleicht nicht von Werbung gestört werden wollen, wenn sie privat kommunizieren, für Unternehmen, die im Bereich Industrie 4.0 vielleicht ganz spezielle Anforderungen an die Software-in-the-Air-Ansätze brauchen. Und da haben wir unterschiedliche Bedarfe und unterschiedliche Anforderungen auch an die Robustheit eines Systems beispielsweise. Und da geht es darum, oder wir stellen uns sowas vor, etwa wie einen App Store, dass wir auch so etwas haben wie einen Fair Store und sagen, für meine private Kommunikation möchte ich diesen Level haben, für meine professionelle, berufliche Kommunikation schreibt mir vielleicht das Unternehmen vor, welche Settings ich brauche, und für wieder andere Bereiche, wenn es darum geht, meine Videos zu streamen oder mein allgemeines E-Mailing zu machen, dann kann ich das auch mit einem ganz einfachen oder niedrigen Level erledigen. Und da gibt es vielleicht Vorsettings, aber dann habe ich auf einmal eine Situation, in der ich es anders brauche. Dann bin ich auch in der Lage, dies zu tun, dies zu wählen und per einfaches Plugin tatsächlich auch umzusetzen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich habe von Convenience vorher gesprochen. Ich glaube, darauf wird es ankommen. Das muss einfach gehen am Ende, und das haben wir auch als ganz wichtige Zielsetzung in unsere Idee eingebaut. Herr Walster, dann Herr Helbing und dann Herr Eils. Ich möchte einen Aspekt, den Sie im Vortrag genannt haben, noch mal kurz aufgreifen. Sie sprachen ja immer von dem Wert von Daten. Und natürlich, die Kanzlerin hat das ja vorgehoben. Ich möchte aber aus Sicht der Wissenschaft etwas warnen. Digitalisierung kann nicht nur in einer ersten Phase hängen bleiben beim digitalen Speichern von Daten. Das verstehen heute viele Firmen. Herr Höttges, beim Übertragen von Daten, digital ist auch selbstverständlich. Nur ganz wichtig ist ja in einer zweiten Phase auch an die Inhalte ranzukommen. Wir brauchen nicht nur eine Digitalisierung, die maschinenlesbare Daten uns bereitet, sondern wichtig ist maschinenverstehbare. Das heißt, es geht ja um die Inhalte, und viele, die heute Big Data propagieren, haben aus meiner Sicht der Wissenschaft noch nicht ganz verstanden, dass wir natürlich Datenfriedhöfe auch haben können, riesige Datenmengen, wo wir überhaupt nichts erkennen, außer irgendwelchen Korrelationen. Wir alle wissen aus der Wissenschaft, reine Korrelationsrechnung bringt uns nicht weiter. Wir müssen ja Kausalitäten erkennen, und das heißt, wir müssen auf diesen Daten die so aufbereiten, dass die Redundanz, auch viel Schrott in diesen Daten entfernt wird, dass wir aus Big Data Smart Data machen. Und dazu, und das hat die Kanzlerin meiner Ansicht nach auch sehr gut erwähnt, brauchen wir eben maschinelle Lernkompetenz, denn das kann kein Mensch bewältigen. Und wir brauchen auch künstliche Intelligenz, um uns zu helfen. Die Interpretation letztendlich muss der Mensch schon noch machen, aber um Kausalitäten und Inhalte zu erkennen. Ich glaube, das wird in einer ersten Phase
der Digitalisierung. Wir sehen das auch ganz stark bei den amerikanischen Firmen. Die sagen so erstmal, ja, Digitalisierung heißt, sie brauchen digitale Speicher, sie müssen das alles digital übertragen. Nur dadurch, wenn ich Bits und Bytes über irgendeine Leitung zwischen Maschinen, das haben wir ja auch bei Industrie 4.0 festgestellt, ist ein Riesenirrtum. Zwei Maschinen, die Bits und Bytes austauschen, da passiert überhaupt keine Industrie 4.0, sondern es muss ja um die Inhalte gehen. Das wollte ich nochmal betonen. Deshalb, ich glaube, wir brauchen auch eine zweite Phase der Digitalisierung, wo die Semantik, wie wir sagen, ganz stark im Vordergrund steht. Und das führt uns vielleicht noch aus Sicht der Forschung, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen, dazu, dass auch mancher klassische Forschungsansatz, sowohl in den Geisteswissenschaften, aber auch in den Naturwissenschaften, auch sich in der Kompetenz etwas ändern muss. Herr Bahner kennt das, die Hochdurchsatzverfahren. Denken Sie an die zum Beispiel Sequenzierungsmaschinen. Denken Sie an kombinatorische Chemie, Pharmazie, Werkstoffkunde. Da wird praktisch die Maschine auch etwas zum Forscher. Das muss sich auch der Wissenschaftler klar machen, dass klassische Arbeitsplätze von Wissenschaftlern, die nur Laborexperimente machten, die kann ich heute schon durch, ich sag mal, Forschungsroboter ersetzen. Auch das wird meiner Ansicht nach noch etwas zu wenig diskutiert. Kann ich dazu? Auch wenn ich Ihnen, Herr Walster, ganz lange zuhören kann, würde ich vorschlagen, dass Sie versuchen, Ihre Statements möglichst knackig und kurz zu halten, weil die Rednerliste ist im Augenblick ausgesprochen lang. Was schön ist, was mich freut, als nächstes war Herr Helbing, dann Herr Eils, Herr Klingbeil, Herr Leven und andere. Ja, ich kann das nur unterstreichen, dass wir tatsächlich auch unser Forschungs- und Innovationssystem, nicht nur das Fördersystem, grundsätzlich überdenken müssen. Wir brauchen mehr Tempo in Forschung und Innovation. Das erfordert natürlich den Zugang zu Daten. Die meisten Wissenschaftler haben keinen Zugang zu Big Data und auch zu den künstlichen Intelligenzinstrumenten, um tatsächlich effiziente, schnelle Fortschritte zu machen. Das Gleiche gilt für die Ausbildung. Wir werden von einer standardisierten Ausbildung zu einer personalisierten Ausbildung kommen müssen, wesentlich schnellere Wissenszyklen, und dafür sind wir nicht vorbereitet. Das heißt, die Frage ist eigentlich, was sind die europäischen Antworten auf Google X zum Beispiel, auf Singularity University, auf Udacity, also was sind da unsere innovativen Ansätze? Ich würde vorschlagen, wir nehmen noch weitere zwei Kommentare und dann, Herr Weinhardt, dürfen Sie zu einem ganz globalen... Herr Eils. Ja, mein Aspekt schließt sich sehr gut an das an, was Herr Marx gesagt hat, aber auch Herr Weinhardt und auch die Frau Bundeskanzlerin in ihrer Rede gesagt hat. Ich glaube, wir müssen uns fragen, aus nationaler Sicht, wo wollen wir uns in der Digitalisierung, in der Wertschöpfungskette beteiligen? Wo sehen wir vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil aus deutscher nationaler Sichtweise? Und vielleicht, wenn wir probieren, das mal am Beispiel der Gesundheit, Digitalisierung im Gesundheitsbereich durchzuspielen, stellen sich doch ganz wesentliche Fragen. Also viele Firmen, die auch im amerikanischen Raum sich dort betätigen, werden als Datenstaubsauger betrachtet. Also Google, aber auch 23andMe und andere haben ein ganz simples, einfaches Geschäftsmodell. In dem Sinne, ich probiere sehr viele Daten zu aggregieren und probiere Inhalte zu kreieren, die ich dann an Dritte weiterverwerten kann. Nun, dieses Geschäftsmodell kommt mir eher nicht so sehr nach Industrie 4.0 vor, sondern es ist bestenfalls Industrie 0.4. In dem Sinne, dass es ein sehr schlichtes Modell ist, das fast 100 Jahre alt wirkt. Nun, die Frage ist, wo können wir uns aus deutscher Sichtweise dort positionieren? Ich glaube, im Gesundheitsbereich ist die Antwort ganz klar. Die Frage ist natürlich, wie können wir Standards setzen für den Austausch der Daten im Gesundheitsbereich? Wer ist der Inhaber der Rechte auf diese Daten? Also wenn ich zum Arzt gehe, mich sequenzieren lasse, ein Röntgenbild machen lasse, eine komplexe Diagnostik erstellt habe, wo sind diese Daten für wen verfügbar und wer entscheidet darüber, wer zu welchem Zeitpunkt diese Daten sehen darf, zu meinem Nutzen, aber auch vielleicht philanthropisch gedacht für den Nutzen der Forschung und auch der Gesundheitsentwicklung. Herr Klingbeil. Ja, vielen Dank, Herr Weinhardt. Ich will zu zwei Punkten was sagen. Das eine, Big Data. Wir enden auf jeder Podiumsdiskussion damit, dass wir uns, glaube ich, einig sind, da kommen große ethische Fragen auf uns zu und wir müssen die klären. Das, was ich vermisse, ist die Klärung des Klärungsprozesses. Ich habe neulich in einem Artikel im Handelsblatt mal verwiesen auf das, was Obama gemacht hat mit der Podesta-Kommission zu Big Data-Fragen, die
einen kurzen Auftrag hatte über einen begrenzten Zeitraum unter Beteiligung von Wissenschaft, von Wirtschaft, von Politik, geklärt hat, wie geht man in den USA mit ethischen Fragen um und wie kommt man dann zu Vorschlägen für Parlament und Regierung. Und ich glaube, sowas brauchen wir in Deutschland auch, wenn wir Schutz und Innovation zusammenbringen wollen, weil wir alle uns, glaube ich, einig sind, welche großen Fragen mit dem autonomen Fahren auf uns zukommen. Wir aber wollen, dass solche Innovation in Deutschland stattfinden kann, und dann müssen wir sie irgendwann mal klären. Also das ist Punkt 1. Punkt 2, weil wir über Kompetenzen eigentlich gerade reden in dieser Runde, und Sie haben am Ende gesagt, nicht nur Mut, sondern auch Platz für Ideen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da müssen wir von der Metaebene wegkommen, sehr konkret werden. Und wir waren ja damals in der Enquete und haben da Sachen schon aufgeschrieben. Und es fehlt wirklich an der Umsetzung. Wenn heute das Infrastrukturministerium 5 Milliarden für den Infrastrukturausbau kriegt und davon gehen 4 Milliarden in Ortsumgehungsstraßen und eine in Breitband, dann ist das eine strategisch falsche Investition. Wenn wir heute im Parlament, und das ist selbstkritisch auch, wenn wir ein Dreivierteljahr brauchen, um die Frage zu klären, ob wir offene WLAN-Netze zulassen wollen, damit an Schulen überhaupt erstmal diese Ideen auch mit Netz entstehen können, dann ist das falsch. Und wenn ich sagen, sehe, wie unsere Schulen heute insgesamt ausgestattet sind, auch mit digitaler Infrastruktur, dann habe ich überhaupt kein Diskussionsproblem oder Erkenntnisproblem. Ich habe schlichtweg ein Umsetzungsproblem. Und da komme ich, glaube ich, erst hin, wenn ich sehr konkret wegkomme von dieser Metaebene und das im Einzelnen diskutiere. Und da wünsche ich mir ein breites Bündnis auch von Politik, von Wissenschaft, von anderen, dass wir endlich in die Umsetzung dieser Fragen kommen. Weil das liegt eigentlich alles auf der Hand, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Herr Meinhardt. Ja, gut, dann versuche ich das mal vielleicht ziemlich knapp, aber doch auch auf alle Fragen zu antworten. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Walzer, wir brauchen natürlich diese Kompetenz, müssen die ausbauen, wir müssen auch das Wissen in die Köpfe unserer jungen Leute bringen, an den Universitäten oder auch anderen Schulen. Ich bin allerdings auch der Auffassung, wir müssen da durchaus noch einen Schritt weitergehen. Also es gibt Umfragen, die zeigen, dass eigentlich nur 40% der Unternehmen derzeit wissen, was sie mit diesen vielen Daten machen sollen. Ich glaube, wir brauchen auch Kompetenz im Management oder in der Führungsebene, die überhaupt Potenzial erkennen, wo muss ich denn dann die Algorithmen einsetzen. Und wenn wir die alle so schlau haben und vielleicht auch ganz bequem benutzen können und die alles ganz toll machen, dann haben wir, glaube ich, gewonnen. Also wir brauchen den nächsten Schritt, den nächsten Layer oben drüber, meines Erachtens auch noch unbedingt. Herr Helbing, Sie hatten angesprochen die Geschichte, wie bringen wir Kompetenzen und wie reagieren wir auf Lehrangebote und auf Informationsangebote. Da kann ich nur sagen, mitmachen. Also wir müssen uns beteiligen daran. Wir müssen auch mehr Unterstützung bekommen, vielleicht in der Lehre, wenn es jetzt um Universitäten geht. Also das ist für mich einfach nur ein Add-on. Ich kann es nur zusätzlich machen. Das wird da nicht angerechnet aufs Deputat und all solche Dinge. Also es gibt ein paar Hürden, die man nehmen könnte. Aber ich glaube, es muss einfach die Klarheit in die Köpfe, dass das wichtig ist und dass man damit dann tatsächlich auch viele Leute erreichen kann. Im Gesundheitsbereich und was die Daten dort anbelangt, bin ich auch vollkommen bei Ihnen. Ich denke, so eine Idee wie das Fairnet würde eben sagen, im Gesundheitsbereich brauche ich genau diesen einen Qualitätslevel und ich will dies nicht und jenes nicht. Und was ich jetzt einfach auch nicht mehr erwähnt habe aufgrund der Zeit vorher, ich glaube, ganz wichtig wäre auch die Transparenz zu schaffen. Ich möchte einfach auch wissen, wer was mit meinen Daten macht. Und auch dazu gibt es durchaus technische Ansätze, zu sagen, man liefert diese Transparenz. Ich habe sozusagen auch eine Visualisierungstechnologie, die mir zeigt, wer greift denn da im Moment wann auf meine Daten zu. Und habe das als Package sozusagen immer bei mir. Und ich glaube, dann hätte ich schaue es vielleicht gar nicht oft an. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie Ihre Solaranlage am Dach haben. Die ersten 3 Wochen schauen Sie immer, wie viel kommt jetzt da vom Dach, und dann ist es Ihnen auch egal. Hauptsache es ist warm. Also von daher glaube ich, wir brauchen da einfach ein System, dem wir dann am Ende vertrauen und das irgendwie Fairness schafft in allen Bereichen. Klar ist, dass man individuelle Medizin nur machen kann, wenn man Daten auswertet. Das geht einfach nur dann. Und wenn ich das erwarte, so ähnlich wie bei der Staumeldung, dann muss ich mein Datum halt auch hergeben, sonst geht das einfach nicht. Okay, an der Stelle, Herr Klingbeil, ja, also wir haben ganz Stunden, Tage verbracht und genau über die Themen geredet. Ich fände es auch ganz wichtig, eine Art Ethikkommission vielleicht dafür zu haben, dies nicht immer nur in Unternehmen zu tun, sondern wirklich auf gesellschaftlicher Ebene, vielleicht auch auf ganz bestimmte Themen mal fokussiert, nämlich eben das Thema der digitalen Transformation. Ich glaube, da liegt ganz vieles im Argen und würde vielleicht in die Bevölkerung auch mehr Akzeptanz hineintragen, wenn man weiß, sowas wird im öffentlichen Raum diskutiert. Und findet tatsächlich auch Lösungen. Also, dass nicht immer nur der Zeigefinger kommt und ihr Bösen und ihr macht dies, ihr macht jenes. Wenn es transparent gemacht wird, ist es doch vielleicht okay. Und ich kann ja sagen, meine jungen Leute im Hörsaal, wenn ich die frage, habt ihr ein Problem damit, mit euren Daten zu zahlen? Die haben damit gar kein Problem.
Und die studieren die Sachen, also die wissen, was da passiert, aber die haben damit eigentlich gar kein Problem. Wir brauchen natürlich Raum für Investitionen und brauchen auch Investitionen für diesen Raum. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, was das offene WLAN, was Schulen anbelangt, was Infrastruktur anbelangt. Ich habe vorhin schon kurz angedeutet, ich würde noch weitergehen. Ich würde eben auch sagen, wir müssen vielleicht noch früher anfangen, Schülern, den in den Tagesstätten oder wenn sie im Hort sind, nach der Schule am Nachmittag, sie mehr zu konfrontieren und vielleicht mit Leuten, die dann wirklich auch Verständnis davon haben. Und Lehrer sind nicht gerade prädestiniert, im Großen und Ganzen vielleicht da die großen Techniker zu sein, vielleicht sogar auch ein bisschen Skeptiker zu sein. Und ich glaube, das ist kein guter Weg, unsere jungen Leute dann kritisch an dieses Internet und an die Digitalisierung zu führen. Also da müsste man auch viel investieren, nicht nur in Infrastruktur, eben auch in das Personal oder die Fachleute, die dann da unsere jungen Leute an die Hand nehmen. Vielen Dank. Die nächsten vier sind Herr Leven, Frau Hanak, Herr Machnik und Herr Wrobel. Dankeschön. Was mich ja besonders gefreut hat an Ihrer Keynote, ist, dass Sie gesagt haben, dass Sie die Unternehmen gerne langfristig forschen lassen wollen. Sie wissen, dass wir eine der wenigen Unternehmen sind, die noch tatsächlich eine Forschung auch in der Digitalisierung im Bereich 5 bis 10 Jahre haben. Wir arbeiten sehr intensiv da auch mit internationalen Universitäten zusammen. Ich denke auch, dass insbesondere das Thema Digitalisierung nur funktionieren kann in Deutschland, indem wir wirklich zusammenarbeiten, uns vernetzen. Es gibt Experten für komplexe Algorithmen, die müssen aber auch in der Lage sein, mit Leuten zu reden in der Industrie. Ein kleines Beispiel, was ich Ihnen jetzt mitgeben wollte. Wir machen jedes Jahr, bringen wir viele Doktoranden in unsere Forschungslabore, arbeiten mit denen zusammen. Wir haben extreme Schwierigkeiten, das mit Doktoranden aus Deutschland zu machen. Im Wesentlichen kommen die aus Nordamerika. Grund ist die Strukturen, die wir haben. Ich weiß, dass Doktoranden wichtig sind für den Institutsbetrieb in den deutschen Universitäten. Deshalb ist das für uns sehr schwierig, mit denen zusammenzuarbeiten. Sie haben auch auf die Instrumente, auf die Förderinstrumente abgehoben. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, neue Ideen, die wir mal ernsthaft diskutieren sollten, wie wir auch diese Ideen, die an den Universitäten, an den Instituten entstehen, besser in die Industrie kriegen können. Ich glaube, das liegt nicht nur an dem Desinteresse der Industrie. Herr Leben. Frau Hanak, Entschuldigung. Ja, Sie hatten ja gefordert, dass im Grunde digitale Kompetenzen jetzt eigentlich auch in jeder Ausbildung vermittelt werden müssen. Ich stimme Ihnen zu, wir brauchen digitale oder auch technologische Kompetenzen, aber eben nicht nur. Ich will das auch mal ausdrücklich sagen. Ist nicht alles gut, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt ein Modul digitale Kompetenzen in Ausbildungen hinein und dann können wir die ganzen Prozesse auch ordentlich begleiten und gute Facharbeiter ausbilden. Mit zunehmender Automatisierung werden ja und auch Digitalisierung werden ja die Systeme immer komplexer und deshalb müssen wir uns auch um Themen kümmern wie Prozessmanagement, wie Teamorientierung, Teamarbeit. Wir müssen die Sozialkompetenzen stärken. Ich glaube, das ganze Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit wird stark an Bedeutung gewinnen und die Beschäftigten müssen zukünftig auch sehr viel stärker in Systemen denken und all das muss Ausbildung abbilden. All das muss abbilden. Und wir haben uns im Hightech-Forum mal in einem Fachforum sehr genau mal die Ausbildungsberufe und die Ausbildungsverordnungen angesehen. Und wir haben festgestellt, dass wir da gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Wir haben sehr, sehr viele Ausbildungsverordnungen, die sehr technikoffen gestaltet worden sind, entwickelt worden sind, sodass technologische Neuerungen in die betriebliche Ausbildungsarbeit direkt integriert werden können und dort die entsprechenden Kompetenzen vermittelt werden können. Das heißt, mit den Ausbildungsberufen und kleineren Änderungen bei den Ausbildungsberufen, glaube ich, sind wir gut aufgestellt für diesen Prozess. Hat auch damit zu tun, dass die Sozialpartner und der Staat im Konsens die Ausbildungsberufe entwickeln und auch neu ordnen. Das Problem ist, dass wir Gestaltungsspielräume bei den Ausbildungsberufen haben, die in den Betrieben nicht ankommen und nicht genutzt werden können. Und da haben, glaube ich, die Ausbildungsleiter, die Ausbilder und Ausbilderinnen eine Schlüsselfunktion in dieser Frage, die Digitalisierungskongresse, auch Prozesse zu vermitteln.
Die Ausbilder, Ausbilderinnen müssen qualifiziert werden für diese neuen Aufgaben. Und ich glaube, das ist das A und O, um Digitalisierungsprozesse in der Ausbildung auch hinzubekommen und vermitteln zu können. Deshalb brauchen wir da eine Qualifizierungsoffensive der Ausbilderinnen und Ausbilder in Deutschland. Das ist meine feste Überzeugung. Wir brauchen auch eine Weiterbildungsoffensive, nicht nur für die Ausbilder, dann lebenslanges Lernen, sondern auch für die Beschäftigten. Und ich glaube, dass wir da noch ganz viel zu tun haben, auch was die sozusagen Bewusstseinsbildung für das ständige Lernen, für das ständig sich neu einstellen auf Veränderungen anbelangt. Und da, glaube ich, haben wir alle eine gemeinsame große Aufgabe vor uns. Frau Hanack, darf ich eine Frage stellen? Bei der Bundesregierung und bei den Landesregierungen erwarten wir, dass im Laufe der nächsten Jahrtausende irgendwann das E-Government kommt, dass also viel mehr elektronisch bearbeitet werden wird. Frage, wie weit ist denn der DGB dabei? Naja, wir sind auch in den entsprechenden Foren natürlich, um es mitzugestalten. Ich meine, der DGB und die Gewerkschaften haben ja auch so gesehen einen Transformationsprozess auch durchgemacht von den 80er Jahren, als wir noch sehr technikfeindlich, sag ich mal, agiert haben, sind wir heute sehr gestalterisch tätig. Wir wollen Digitalisierung mitgestalten in Deutschland. Wir wollen die Chancen mit ergreifen, auch die Chancen für die Beschäftigten mitgestalten und sind natürlich auch dabei zu schauen, wo sind denn Risiken, denen wir uns gemeinsam stellen müssen, die wir auch gemeinsam minimieren müssen. Aber ich glaube, da sind wir an der Stelle inzwischen wirklich auch technikaffin und in der gestalterischen Position. Ich musste Ihnen auch eine Chance für einen zweiten Kommentar deswegen geben, weil unsere Gender Balance mir etwas unausgeglichen vorkommt. Herr Machnick. Ich würde gerne eine Bemerkung im Anschluss an das machen, was Lars Klingbeil gesagt hat. In der Tat, die Frage stellt sich, warum gibt es eigentlich ein Handlungsdefizit? Und ein Handlungsdefizit entsteht deswegen, weil ich glaube, wir auch über institutionelle Strukturen und Kompetenzen nachdenken müssen. Wenn wir im Rahmen der Bundesregierung, nennen wir es immer ein bisschen scherzhaft, die heilige Vierfaltigkeit haben, vier Ministerien und nicht ganz klar ist, wer es im Lied, dann entstehen daraus Probleme. Ich könnte das jetzt noch weiter durchdeklinieren auf der Ebene der nachgeordneten Behörden und deren Schwerpunkte. Herr Oetkes und ich haben mal die Frage diskutiert, ich habe mal eine Rede dazu gehalten bei der Bundesnetzagentur und den Jungs zum Beispiel nur eines gesagt. Die Regulierungsfragen, die ihr bisher bearbeitet habt, sind nicht die Antworten auf die Fragen, die wir heute eigentlich haben, etwa beim Thema Investitionen und Innovationen. Wir regulieren Märkte nach Größe und nach Preisen oder nach Anteilen von Marktteilnehmern, aber nicht nach der Frage von Innovationen und Investitionen. Das ist ein völlig anderes Denken. Ich glaube, da müssen wir auch institutionell neu nachdenken und auch Kompetenzen viel stärker bündeln oder zumindest so gut koordiniert sein, dass Dinge miteinander im Einklang stehen. Das war die Bemerkung und jetzt wollte ich eine Frage stellen. In all den Debatten, in denen ich mich nun bewege im Zusammenhang mit Digitalisierung, fällt mir immer eines auf. Es kommen meistens immer die gleichen Beispiele. Es wird von der Datenökonomie gesprochen, vom Datenrohstoff gesprochen, es wird von Airbnb und Uber gesprochen und so weiter. Und ich spitze das jetzt mal auf folgende Frage zu. Wir haben uns entschieden, den Weg zu gehen mit der Überschrift Industrie 4.0, weil wir wollen in die DNA unserer Industrie das Thema Digitalisierung implementieren, weil wir im Unterschied zu Amerika, eine hohe industrielle Wertschöpfung haben. Ist das eigentlich falsch? Hätte unsere Plattform heißen müssen, unsere Plattform 4.0? Weil diese Frage muss man mal klären. Vorhin ist die Frage von der Bundeskanzlerin gestellt worden, wo stehen wir eigentlich bei den KMU? Es gibt unterschiedliche Befragungen. Zwei sagen, zwischen 50% und 70% der deutschen KMUs haben das Thema Digitalisierung nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Weil, ich überspitze jetzt mal,
Wenn ich denen sage, übrigens, Digitalisierung ist Google, ist Facebook, ja, ich überspitze hier, aber bewusst mal ein Argument zu machen, dann sagen die, was hat das eigentlich mit meiner Firma zu tun, die im Bereich Struktur, Zulieferer ist von VW oder Zulieferer ist, weil Herr Engel dort sitzt, bei Evonik oder so weiter. Also meine Frage ist, haben wir nicht eine Schlagseite in der Diskussion, dass wir immer nur auf der einen Ebene der Plattform diskutieren und nicht auf der Ebene von Services, Produktion und Ähnlichem? Und dann mal eines zeigen, was wäre mal meine Grundthese. Wir sind in vielen Bereichen viel besser als die Amerikaner, im Bereich der Digitalisierung, zumindest in Teildigitalisierung, etwa im Produktionsprozess. Wir haben große Chancen im Bereich der Gesundheit, größere Chancen als die Amerikaner aufgrund unserer Struktur. Wir haben enorme Möglichkeiten im Bereich der Energiepolitik. Warum? Hohes Maß an Dezentralisierung. Um das intelligent zu steuern, brauche ich intelligente Steuerungssysteme, Digitalisierung. Und ich könnte weitere Beispiele nennen. Also meine zugespitzte Frage ist, brauchen wir nicht eine stärker Industrie 4.0 und nicht immer nur eine Plattform 4.0-Debatte, die wir häufig unter uns führen, um auch klarzumachen, wir wollen einen bestimmten Weg der Digitalisierung geben. Das muss nicht der amerikanische Weg sein, obwohl das eine Herausforderung ist, sondern wir brauchen auch einen sehr starken produktions- und serviceorientierten Ansatz. Und da haben wir unsere Stärken und die müssen wir auch ausbauen in den nächsten Jahren. Vielleicht noch Herr Wrobel und dann würde ich noch mal Herrn Weinert, wenn Sie da noch mal kommentieren wollen. Ich glaube, um zu verstehen, wo wir in Deutschland unsere Chancen haben, auch in Europa im Zuge der Digitalisierung, muss man sich eigentlich nur an ein sehr einfaches Sprichwort halten. Wenn du gut unternehmerisch tätig sein willst, dann darfst du nicht versuchen, mit großen Ressourcen dahin zu gehen, wo andere schon sind. Sondern musst du dahin gehen, wo andere gerne wären, denn da liegt natürlich dein Geschäft. Und das ist etwas, was wir in der Debatte hier natürlich immer haben anklingen lassen, aber doch wenig betont haben. Deswegen hatte ich Herrn Zetsche eben gefragt, sind es die Daimlers und die Konzepte, die in großen Konzernen umgesetzt werden, die die Revolution darstellen, sind es nicht die vielen Kleinen? Da kann ich nur berichten, dass ich sehr viele sehe, auf der Schwäbischen Alb, kleine, größere Mittelständler, wo diese Revolution sich vollzieht. Aber um diese Revolution tatsächlich zu unterstützen, dort gibt es Unternehmen, die haben kleine Gruppen aufgesetzt, die machen nach 2 Jahren 30% des Konzernumsatzes mit digitalen Dingen im Bereich der Produktion. Aber um das zu unterstützen, was brauchen wir da? Wir brauchen die Technologie, ich glaube, da sind wir uns einig, genau die 2 Elemente, das ist die Fähigkeit, Daten sinnvoll zu vernetzen und zweitens aus diesen sinnvoll vernetzten Daten etwas Intelligentes zu machen, damit wir keine Datenfriedhöfe haben. Aber wir müssen auch von der Begrifflichkeit her weitergehen. Ich möchte deswegen ein Wort in die Debatte werfen, was hier noch nicht benutzt worden ist, was wir aber in Deutschland häufig verwenden, die digitale Souveränität. Denn digitale Souveränität bedeutet natürlich weit mehr als Datenschutz. Die bedeutet auch weit mehr als Fair Trade mit Daten. Sie bedeutet die Fähigkeit, nach eigenem Gusto, nach eigenen Unternehmenszielen wirklich Dinge so aufzustellen, dass sie den eigenen Geschäftszielen dienen. Und ich glaube, darum muss es gehen. Dazu müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Wir sind, das wissen Sie, gemeinsam mit der Plattform Industrie 4.0 bei Fraunhofer aktiv, mit unserem Industrial Data Space dieses zu tun. Aber wir brauchen noch was, was viel wichtiger ist, und das ist die Fähigkeit zu gestalten. Und das ist ein Punkt, der vielleicht mein wichtigster hier ist, der mir am meisten am Herzen liegt. Wir brauchen nicht die Fähigkeit, das, was wir bislang schon überall tun, jetzt digitaler noch ein klein wenig schneller und besser zu tun. Ja, das ist die Optimierung des Pferdes, wenn ich tatsächlich Autos baue. Wir müssen daran arbeiten, dass Deutschland sich auf das besinnt, was wir eigentlich sind. Ingenieure sind Gestalter. Sie sind Menschen, die etwas Neues schaffen wollen. Das heißt, wir müssen von den Schulen, von der Ausbildung her, müssen wir die Leute lehren, nicht zu benutzen, die Digitalisierung, sondern sie zu gestalten. Wir müssen diesen Mut, der eben in der Rede anklang, den müssen wir so umsetzen, dass wir sagen, ihr könnt gestalten, ihr müsst nicht verwenden, ihr könnt verändern. Und das muss in den Schulen beginnen, in der Ausbildung beginnen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, damit wir wirklich vorankommen. Herr Weinhardt, eine kurze, prägnante... Ich versuch's kurz. Jo, alles klar. Ja, Herr Leven, vielleicht zunächst nochmal zu der Langfristigkeit der Forschung. Ich glaube, da sind wir uns im Prinzip schon einig. Heißt ja nicht, dass wir lange dran rumforschen sollen, sondern dass wir eben auch den Atem haben, mal zu sagen, wenn es nicht gleich klappt, aber lasst uns die Idee nochmal verfolgen, ist einfach super. Doktoranden schicke ich auch gerne mal bei Ihnen vorbei ins Labor, wäre super. Und ich glaube auch wirklich, wir können an den Forschungs- oder Fördertöpfen
und dem Zugang zu Fördertöpfen schon was ändern. Ich glaube, da müssten sich mal Leute zusammensetzen und mit der Industrie, mit den Ministerien und sagen, was können wir eigentlich an der Stelle ändern, um auch solche explorative Forschung, disruptive Dinge besser in den Griff zu bekommen. Und das glaube ich auch, dass es da kein Desinteresse in der Industrie gibt, das ist schon klar. Die Frage ist nur häufig wirklich schon, von den Rechtsabteilungen haben wir es nicht ganz einfach, wenn die aufeinander losgehen. Frau Hanak, Sie hatten die Thematik Kompetenz nicht nur digital, sondern wir brauchen ganz klar, gebe ich Ihnen vollkommen recht, soziale Kompetenz. Wir müssen viel mehr vernetzt denken. Vernetzt denken heißt auch den anderen verstehen, seine Disziplin halbwegs verstehen, aber auch akzeptieren, anerkennen, dass das wichtige Teile sind, die da beigetragen werden bei der Teamarbeit. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dass Ausbildung dies abbilden muss, war eigentlich auch so ein bisschen mein Statement. Also wir müssen diese Interdisziplinarität leben, auch in der Ausbildung müssen wir auf jeden Fall tun. Und ich gebe Ihnen nochmal viel mehr recht, wir müssen bei den Ausbildern, egal Lehrer, an welchem Niveau auch immer, da müssen wir sehr viel investieren, vielleicht noch mehr als in die Technik oder die Infrastruktur selbst. Denn die Denke muss bei denen, die unsere jungen Leute oder auch die Erwachsenen weiterbilden, tatsächlich anfangen. Herr Machnik, Sie hatten einige Statements, das war das Handlungsdefizit, ich glaube, das ist klar. Institutionelle Prozesse bin ich sehr bei Ihnen auch, mehr zusammen, nicht so gesplittet. Die Frage Industrie 4.0, ist das der richtige Weg? Das war letztlich Ihre Frage. Ich finde, man hat recht zu sagen, man sucht sich diesen Bereich aus, weil er so stark und so enorm wichtig für unsere Volkswirtschaft ist, keine Frage. Er klingt aber schon sehr technisch spezifisch und schließt manch einen aus. Also die Gesellschaft ist da einfach nicht abgebildet im Begriff. Und wir hatten vorhin den Begriff mal Gesellschaft 4.0, ich weiß nicht, wer den vorhin geprägt hat, bei Herrn Zetsche in der Diskussion, glaube ich. Ich glaube schon, dass das ein Stück weit auch fehlt in Deutschland. Und die vielen kleinen Ideen, von denen Herr Wrobel gesprochen hat, die entstehen eben in kleinen Unternehmen und die können schon auch in die Bereiche eingreifen oder darauf aufsetzen, was es auch gibt. So ist es ja nicht. Und das können viele der Studenten auch. Die tun sich zusammen, aber dann fehlt nach einem Jahr das Exist-Stipendium und dann sagen die, nee, da gehe ich jetzt doch lieber irgendwo hin und verdiene richtiges Geld oder mein sicheres Geld, weil der Exit, von dem habe ich vorhin auch kurz versucht zu sprechen, der Exit ist nicht so ganz klar. Also diese Kultur, dass wir zu einem guten Exit kommen, da wird es schon jemand geben, der pusht Venture Capital rein und danach wird es aber auch einen großen Industriepartner geben, der mich übernimmt und der mein Unternehmen kauft, weil es eine gute Idee, wenn es eine gute Idee ist. Ich glaube, diese Kultur dürfen wir noch ausbauen. Bitte? Okay, das ist doch schön. Haben wir schon Zustimmung vom Ministerium, hervorragend. Google und Uber sind nicht die einzigen, die das können und machen, und es gibt natürlich deutsche Unternehmen auch, aber die ganz großen Meister sitzen meistens erstmal, die ganz großen globalen Meister, aber was machen die? Und ich glaube, das ist entscheidend. Die haben die Schnittstelle zum Kunden. Das ist der Witz. Die haben den Zugang und bieten über ihr Google 1000 verschiedene Apps mittlerweile an und sie sind immer wieder am Ende, ganz unten ist dann doch Google dabei und das macht natürlich ganz viel aus. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, viele Menschen auch mit unseren Apps zu erreichen, sie so convenient zu machen, wie das die anderen uns zum Teil vormachen. Wir arbeiten aber daran, es ist nicht so, dass wir es nicht können, aber wir müssen das auch fördern und tun. Herr Wrobel, Sie hatten die, ach nee, und Energie finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Also da kann man natürlich auch ganz viel tun, wird aber auch. Ja, ich bin gleich fertig. Gestalten statt benutzen war eigentlich eines meiner Statements und den Mut dazu haben und alle zusammen. Ich glaube, es ist ganz enorm wichtig. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Weinhardt. Ich habe jetzt auf der Liste, Rednerliste, die übrigens eine geschlossene Rednerliste geworden ist mittlerweile, Herrn Hacker, Herrn Höttges, Herrn Haarhoff, Herrn Engel und wenn die Zeit noch reicht, auch Herrn Helbing. Aus dem Publikum kam jetzt eine Reihe von Fragen, die ich gerne einfach formulieren möchte, dass diejenigen, die jetzt auch kommentieren, vielleicht auch was dazu sagen können und können wollen. Frage, wie können wir Bildung zukunftsorientierter machen? Wie bekommen wir die Thematik Digitalisierung in die Schule, 3D-Drucker in die Schule? In welche Bildungsstufe sollte digitale Bildung beginnen? Also ist es ein starkes Bildungsinteresse, das wir vielleicht auch nochmal im Inner Circle 3 besprechen könnten. Wir bräuchten mehr Kompetenz für digitale Medizin. Wie kriegen wir das hin? Wie können Forschungsalltag gestalten, dass es mehr weibliche Talente gibt? Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage, die vielleicht nicht nur die Digitalisierung betrifft. Dann die Frage, vielleicht Herr Machnik, das sehe ich jetzt gerade, dass das schwierig wird, ihn zu fragen.
die Frage war, wie man die Ideen seien vorhanden für die digitale Transformation, aber es wird nicht umgesetzt. Wer ist dafür verantwortlich? Gut, Fragen an Unternehmen, warum sie mit der Digitalisierung so zögerlich sind. Vielleicht können die, die jetzt auf der Rednerliste stehen, versuchen, den ein oder anderen Gedanken aufzugreifen, sonst wird sich natürlich auch noch später die Chance geben, die Themen anzusprechen. Jetzt würde ich Herrn Hacker und dann Herrn Höttges und Herrn Haarhauf bitten. Ja, ich wollte diesen Aspekt Forschung, Forschungsförderung nochmal aufnehmen. Es ging ja um Langfristigkeit. Das ist sicher ein Aspekt, der wichtig ist, aber es ist nicht der einzige, denke ich. Flexibilität ist vor allen Dingen wichtig. Und die DFG hat ja sehr viel gemacht in den letzten Jahren, um die Forschungsförderung insgesamt flexibler zu machen. Das ist übrigens auch etwas, was wir von der neuen Exzellenzinitiative-Runde erwarten, dass die Modelle, die dort dann, auf die man sich bewerben kann, möglichst flexibel sind, sowohl vom Thema her, als auch von der Länge, als auch von der Laufzeit. Und vielleicht ein zweiter Aspekt, weil der eben von Ihnen angesprochen wurde, Bildung und Bildung im medizinischen Bereich. Hier ist es in der Tat so, dass durch die Explosion der Datenmengen, Herr Eis hat ja darauf hingewiesen, sich im Grunde die Medizin ändert in Richtung personalisierte Medizin, Precision Medizin. Und hier muss so schnell wie möglich die Ausbildung auch entsprechend umgestellt werden. Junge Ärztinnen und Ärzte müssen einfach in diesem Bereich auch Bescheid wissen, was sich da tut. Es sind sogar neue Berufsfelder, die sich da auftun, Datenmanagement, Datenmanager. Also das ist etwas, wo wir, glaube ich, sehr viel investieren müssen, wo wir auch ganz gut sind in Deutschland, aber wo wir sicher noch nachlegen können. Ja, vielleicht nochmal zwei Beobachtungen. Die erste Beobachtung ist, wir reden immer so über Digitalisierung, wir müssen uns jetzt vorbereiten oder wir müssen jetzt das und das tun und wir müssen das verändern. Ich glaube, wir sind mittendrin in der Digitalisierung und der Maschinenraum, der arbeitet auf Hochtouren und mehr oder weniger passiert da schon sehr viel. Und umso länger wir, ich sag mal, theoretisch darüber reden, umso mehr hängen wir uns ab im internationalen Wettbewerb, was das Thema betrifft. Ich finde, dass in der Digitalisierung viel passiert in den Unternehmen. Es kann immer mehr sein, aber es gibt zwei Themen, die das beschleunigen könnten, meines Erachtens. Das eine Thema, was beschleunigen wirken könnte, ist, dass wir, Herr Machnik hatte das angedeutet, dass wir unseren regulatorischen Rahmen, der zum Schutz alter Industrien oder zur besseren Prozessierbarkeit alter Industrien geschaffen worden ist, dass wir den nicht adaptieren können für diese neue digitale Welt. Das Valley ist nicht entstanden in dem Moment, wo man eine Bundesnetzagentur etabliert hat oder in dem Moment, wo man ein TKG geschaffen hat oder in dem Moment, wo man, ich sag mal, die gesamten Rahmenbedingungen definiert ist, sondern das ist zutiefst liberal, ökonomisch, evolutionär entstanden und dadurch natürlich auch und durchaus ein bisschen chaotisch und dadurch auch durchaus im Grenzbereich teilweise zu Gesetzen, siehe Uber. Wenn wir aber versuchen, diese Innovation in den Rechtsrahmen reinzuzwingen, den wir uns für unsere klassischen Industrien haben, dann wird da nur etwas Langsameres bei rauskommen. Da können wir uns hier beschweren, wie wir wollen. Wir müssen diese Rahmenbedingungen adaptieren auf die neue Welt. Und es gibt ja genug, ich sage mal, Blueprints dafür. Siehe USA oder siehe auch das israelische Modell oder andere Themen. Da kommt es aber wieder auf den Mut auch der Politik an, etwas zu tun. Und wir versuchen momentan immer, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und das funktioniert nicht. Das ist die erste Beobachtung. Deswegen quälen wir uns so ein bisschen durch die Digitalisierung. Die zweite Sache, die Digitalisierung beeinflussen würde, ist das Thema, nicht darüber theoretisch zu reden, sondern vorzuleben, was Digitalisierung bedeutet. Dadurch, dass Junge sehen, dass Digitalisierung wichtig ist, dadurch, dass Unternehmen sehen, dass sie Möglichkeiten für digitale Unternehmen bauen können, dadurch, dass Unternehmen überall Anwendungen in den Feldern schaffen, dadurch werden andere wieder dazu angeregt, ihr Unternehmen auch zu modernisieren oder eigene Unternehmen zu starten. Wir haben den elektronischen Personalausweis. Ich habe nicht verstanden, wofür ich den elektronisch brauche. Wir sind seit 15 Jahren dabei, die Gesundheitskarte in Deutschland einzuführen. Wir haben es bis heute nicht geschafft, während ganze Volkswirtschaften das momentan hinkriegen. Ich bin heute in dem Bürgerportal nicht in der Lage, meine Flensburger Punkte, wenn ich welche habe, anzuschauen, noch bin ich in der Lage, irgendwelche Behördendienste zu machen.
Ja, glauben wir denn, dass wir Vorbild für eine Gesellschaft für Digitalisierung werden, dass wir junge Unternehmer motivieren, wenn sie in ihrem gesamten Umfeld eine nicht digitale Gesellschaft erleben? Herr Haarhoff. Ich fürchte, ich muss in eine ähnliche Kerbe hauen. Das wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, wird meines Erachtens, Herr Machnik, dadurch stabilisiert, dass wir immer auf die 22% Wertschöpfung im industriellen Bereich starren. Und die sind völlig berechtigt und die sind gut. Die haben uns Stabilität gegeben, absolut richtig. Aber wir haben 78% Wertschöpfung in anderen Bereichen, bei einem Fokus auf die Industrie völlig in den Hintergrund geraten, in denen Digitalisierung stattfindet, und zwar mit großer Geschwindigkeit. Die müssen wir auch in den Blick nehmen. Industrie 4.0 ist ein gutes Konzept, aber es ist kein Gesamtkonzept. Es ist kein Digitalisierungskonzept für die Volkswirtschaft insgesamt. Es gibt viel mehr Chancen in anderen Bereichen. Ich glaube, und das haben wir so in der Expertenkommission thematisiert, dass es sinnvoll wäre, aus dieser reinen Fokussierung auf oder primären Fokussierung auf dem Bereich eine Doppelstrategie zu machen, nämlich auch neue Chancen in den Blick zu nehmen. Wir sind relativ gut darin, aufgrund von dualen Berufsausbildungssystemen, guten Kommunikationsfaden von Gewerkschaften und Industrie, negative Konsequenzen in der Arbeitswelt abzufedern. Das haben wir in den 80er Jahren schon mal unter Beweis gestellt. Ich glaube, das muss man schlicht und ergreifend als eine Stärke des Standortes sehen, dass wir beim Abfedern dessen, was wir nicht wollen, gut sind. Aber wir müssen jetzt auch sehen, dass wir bei den neuen Chancen gut abschneiden und die gut erreichen können. Und da muss vielleicht dann die Politik auch im Bereich zum Beispiel E-Government Chancen ergreifen. Das tun wir im Moment überhaupt nicht. Wir sind auf allen Rankinglisten, die E-Government angehen, völlig abgeschlagen. Also mag ja sein, dass das mit Föderalismus und so weiter alles so fürchterlich schwierig ist, aber 2010 hat sich die damalige Regierung aufs Schild geschrieben, wir machen bis 2015 wettbewerbsfähiges E-Government. Das haben wir aber nicht. Und weil wir es nicht haben, fehlen Nachfrageimpulse für die private Wirtschaft, fehlt Transparenz und fehlt auch die Vorbildfunktion für Unternehmen und für andere dann. Ich glaube, da könnten wir viel gewinnen, wenn wir da sind wahrscheinlich 6 Ressorts beteiligt und nicht nur 4, aber plus die Länder. Ja, ist schwierig, aber bitte, da ist eine Aufgabe. Und der letzte Punkt nochmal, Herr Höttges sagte gerade, dass das Silicon Valley ist nicht entstanden, weil da eine Kommission getagt hat, sondern da sind Wissenschaftler, Unternehmer und andere zusammengekommen. Daraus ergab sich eine Agilität. Agilität ist ein wichtiger Begriff. Die Softwareingenieure reden seit 15 Jahren darüber, wie mache ich agile Prozesse. Vielleicht brauchen wir jetzt auch mehr Agilität, weniger präzise Planung, mehr Experimente. Und das heißt vielleicht auch, dass wir Kräfte wie Startups und andere freisetzen. Mehr Experimente. Herr Zetscher hat das meines Erachtens toll erklärt, wie er versucht, das in ein Unternehmen mit mehreren hunderttausend Beschäftigten reinzubringen. Ob das gelingt, weiß ich nicht, aber es ist ein mutiges Experiment. Vielleicht müssen wir das übertragen auf andere Bereiche, auch die Politik. Herr Engel. Ja, ich finde, das wird jetzt richtig spannend in der Diskussion. Und um den Impuls von Herrn Machnik mal aufzugreifen, über was wir hier eigentlich auf sehr, sehr hohem Niveau diskutieren, ist doch nichts anderes als die Feststellung, dass wir in einer Zeit leben, wo nie zuvor es möglich war, mit so unvorstellbaren Daten so schnell an so vielen Orten der Welt irgendwie was gemeinsam zu machen. Und um Ihre Frage aus meiner Sicht zu beantworten, lieber Herr Machnik, ob das ganze Ding Industrie 4.0, Deutschland 4.0 oder World 4.0 heißt, ist doch eigentlich vollkommen egal, weil es betrifft alle Bereiche der Gesellschaft. Das muss uns klar sein. Und ich halte vor dem Hintergrund auch nichts von der Debatte, dass man wieder anfängt, Old und New zu sortieren. Das haben wir schon mal gehabt. Und das ist bei der letzten großen Wirtschaftskrise, hat sich diese Old und New Economy Diskussion als lupenreines Potemkinsches Dorf erwiesen. Ich kann das gut nachvollziehen mit der Regulierung und wie bestimmte Dinge da behindert oder chloroformiert werden. Das ist eine wichtige Frage, die man klären muss. Aber ich habe auch meine Zweifel, wenn am Ende eine Gesellschaft eine Debatte führen muss, und die haben wir in anderen großen Projekten, über Energiewende haben wir lange diskutiert, vielleicht kann man da auch ein paar Lehren rausziehen, wie man sowas macht. Das wird uns jetzt bei der digitalen Agenda auch wieder begegnen. Ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft insgesamt durch, und ich weiß nicht, ob wir da gut beraten sind zu sagen, naja, bei der Old Economy, da haben wir bestimmte
Werte und Vorstellungen, die haben wir so reguliert, und bei der New Economy haben wir ein völlig anderes Wertsystem. Ja, das ist eine komplizierte Debatte, da müssen wir einmal durch. Aber wenn sie so kompliziert ist, dann will ich zunächst mal sagen, man muss das machen, was wir hier heute machen. Begrüßenswert ist, dass man alle Eliten mal an einen Tisch bringt. Und wenn es auch mühsam ist, die einander zu verstehen, warum der eine Schwerpunkt in dem einen oder anderen Bereich hat. Aber wir müssen das Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft müssen das gemeinsam lösen. Und die Frage ist sehr berechtigt, Herr Machnik, die Sie aufgeworfen haben. Wir kämpfen heute noch mit der Umsetzung der Energiewende, weil viele Partikularinteressen, Industrie gegen Dienstleistung, energieintensiv gegen Green Economy, Länder gegen Bund, Nord gegen Süd, am Ende bis zum heutigen Tag sich auseinandersetzen, und wir kommen nicht voran. Und wir sollten überlegen, vielleicht eine Analogie dieses großen gesellschaftlichen Gemeinschaftsprojektes, wie wir eine digitale Agenda nach vorne bringen, ohne dort die gleichen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu haben. Vielen Dank. Ich glaube, wir kommen zum Ende dieses ersten Themenblocks. Was würde ich aus dem mit nach Hause nehmen? Ganz sicher ist das Thema Digitalisierung und Organisationsform, Frage der flachen Hierarchien, ganz andere Strukturen, Unternehmen, aber auch Veränderung der Unternehmen, aber auch Veränderung der öffentlichen Verwaltung, E-Government, eine ganz zentrale, vielleicht für viele, die in der Hierarchie weiter oben stehen, bedrohliche Situation, aber ich glaube, der müssen wir uns deutlich besser und aktiver stellen. Zweites Thema, Frage der Kompetenzen, ganz klar ist angemahnt worden, Softwareentwicklung, Kenntnisse in der Digitalisierung, beginnend in der Ausbildung, beginnend in der Schule. Wir werden uns fragen müssen, was machen wir mit der Einwanderung für Leute, die digitales Wissen bringen können. Wir haben das Thema bei den Kompetenzen, Leute zu haben, die Daten vernetzen, aber auch Daten analysieren können. Und das aber nicht ohne die sozialen Fähigkeiten, Teams zu bilden, Prozesse zu verfolgen. Für Deutschland würde ich den Begriff von Herrn Zetsche gerne aufgreifen, der auch für Unternehmen gilt, was er Coffin Corner genannt hat. Wir brauchen den Mut zur Veränderung. Wir werden sicherlich nicht ohne die Bereitschaft, auch Risiken einzugehen, weiterkommen. Ganz klare Hinweise für die KMUs, stärker in die Digitalisierung hineinzugehen. Größere Unternehmen werden nicht umhinkommen. Auch, ich habe Herrn Zetsche sehr bewundert, wie klar er das für sein Unternehmen formuliert hat. Aber das wird auch in der Forschung, für die Forschungsorganisationen wichtig sein. Und es wird auch für die Forschungsförderung von einer besonderen Herausforderung sein, weil Forschungsförderung plötzlich viel breiter sein muss, vernetzter sein muss und eben auch diesen interdisziplinären Aspekte mit berücksichtigen muss. Wir haben diskutiert, Frage der Start-ups. Da wird sicherlich viel zu tun sein. Herr Alborn hat das sehr, sehr klar herausgearbeitet, die Frage der Regelungsdichte, Frage der Finanzierungs- und steuerlichen Thematik. Und dann brauchen wir Beispiele. Das Vorleben, das Herr Höttges angemahnt hat, ist, glaube ich, wichtig. Das Thema autonomes Fahren, wie sieht denn der Rechtsrahmen aus? Thema Gesundheit, wie sieht da der Rechtsrahmen aus? E-Government, E-Verwaltung, wie sieht da der Rechtsrahmen aus? Welche Möglichkeiten schaffen wir? Ich glaube, hier haben wir enorme Potenzial, aber auch enorm viel zu tun, um eben sicherzustellen, dass wir das überhaupt umsetzen können. Flexibilität der Rahmenbedingungen und Frage, sind die Arten, wie wir unsere Wirtschaft, unsere Prinzipien bisher gehandhabt haben, die auch für die neue Zeit in der Digitalisierung wirklich realistisch sind, wenn eben plötzlich ganz unterschiedliche Orte der Welt ganz nah beieinander sind durch die digitale Vernetzung. Und schließlich nehme ich mit als ganz positive Botschaft der Bundeskanzlerin, wenn wir Themen haben, dann sollten wir die Hindernisse, um etwas umzusetzen, konkret herausarbeiten, idealerweise mit einer klaren Agenda und Zeithorizonten benennen und dann, wenn das klar ist, wo die Probleme liegen, auf die Politik zugehen. Ich glaube, das würde auch was Herr
Machnik die Vierfaltigkeit nannte, helfen. Je klarer wir die Probleme benennen, desto klarer, glaube ich, können auch Lösungen gefunden werden, weil häufig in den Diskussionen, wenn dann gefragt wird, wo brennt es denn wirklich, wo ist denn wirklich das Problem, wo sind denn wirklich die Regulierungen, die Schwierigkeiten machen, fehlen häufiger die klaren Hinweise. Aber ich denke, das war eine klare Botschaft, dass die Politik die Dinge aufnehmen will. Herr Machnik hat das, glaube ich, auch in gleicher Weise für das Wirtschaftsministerium angedeutet. Ganz herzlichen Dank an die Keynote-Speaker, Herrn Zetsche und Herrn Weinhardt. Danke an die Diskussionsteilnehmer. Ich entschuldige mich, dass aufgrund der Zahl der Fragen ich die jetzt in den äußeren Circles sitzenden nicht einbeziehen konnte, außer durch die Hinweise auf das, was gefragt wurde.